Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch ein Feature zeigen, welches zu 100% in FIFA 18 am Start sein wird. Und falls ihr solche Infovideos feiert, lasst einen Daumen nach oben da und wir gehen jetzt direkt rein zu dem Video, wo es eben um die Dynamic Quick Substitutes geht, das heißt dynamische schnelle Wechsel. Dazu habe ich schon mal kleine Infos rausgehauen, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt wurde das Ganze eben zu 100% offiziell bestätigt. Und ihr seht hier schon, das Video ist auf jeden Fall nicht gelistet. Das heißt, wenn ihr auf YouTube geht, findet ihr das Video gar nicht. Ihr müsst das über Google suchen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo das gepostet wurde. Denn das ist so ein Link, den hat EA irgendwo gepostet. Und dann kannst du erst das Video sehen. Ja, ich bin jetzt über Google darauf gekommen. Ich habe euch das Ganze aber einfach mal verlinkt. Das heißt, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt, auf das Video sozusagen, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, denn ihr seht hier, das haben bis jetzt nur 12.470 Leute gesehen und das ist extrem wenig für FIFA 18 News. Und ja, Freunde, dann gehen wir hier jetzt rein in das ganze Video und schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Also Dynamic Quick Subs und da sehen wir auch schon Bayern München und dann wird hier Thomas Müller mit James Rodriguez gewechselt sozusagen, also er wird vorbereitet, dieser Wechsel, und da kann man eben wechseln, ohne das Spiel zu verlassen. Dann ist hier ein Schuss und dann seht ihr rechts unten schon, wenn ihr jetzt R2 drückt, dann könnt ihr wechseln, ja, und so eine Option findet ihr dann eben im Spiel vor, falls der Ball im Out ist, falls eine Spielunterbrechung einfach ist, dann könnt ihr das eben drücken und wenn ihr dann R2 gedrückt habt auf dem Controller, also einfach hier Bam, R2, dann kommt da eben der James Rodriguez rein und da seht ihr auch schon, das Ganze funktioniert extrem schnell und ist auf jeden Fall nicht so zeitaufwendig und der James, der haut den Ball dann auch direkt richtig krass ins Tor. Und das sind auf jeden Fall die neuen Wechsel in FIFA 18. Es geht viel, viel schneller. Ihr braucht nicht ins Pausenmenü gehen. Ihr müsst nicht warten. Diese 40 Sekunden, falls der Gegner dann zum Beispiel nicht weiter drückt. Ich hoffe mal, ihr wisst jetzt gerade, was ich meine. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist eine coole Erneuerung. Und falls ihr das feiert, dann schreibt mir das in die Kommentare. Beziehungsweise schreibt mir einfach mal eure Meinung zu diesen Wechseln in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Erneuerung. Und ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao.